Uns droht eine Welle von Altersarmut für die Zukunft, weil am Arbeitsmarkt immer mehr Menschen in den Niedriglohnbereich abgedrängt werden und von ihrer Arbeit nicht leben können, was dann dazu führt, dass sie den ganzen Rest ihres Lebens eine viel zu niedrige Rente ausbezahlt bekommen, als dass sie damit auskommen könnten. Die Floristin, die Friseurin, die Gebäudereinigerin verdienen sehr wenig und werden dann natürlich auch im Alter sehr wenig haben. Deswegen fordern wir, dass Niedrigeinkommen für die Rente aufgewertet werden. Aber ganz wichtig ist, wir brauchen Mindestlöhne nicht unter 7,50 €. Wir brauchen anständige Löhne und wir müssen prekäre Beschäftigung eindämmen und Minijobs wieder in die Sozialversicherung zurückholen. Wir wollen eine Erwerbstätigenversicherung. In die sollen alle einbezahlen. Manager, Politiker, Selbstständige, hier gehören alle in die Erwerbstätigenversicherung hinein, damit die gesetzliche Rente eine sichere Zukunft hat.